ein faszinierendes Stück deutscher Wirtschaftsgeschichte. Es ist eine Geschichte aus dem Mittelalter, das sich aber wesentlich weniger rückständig und düster zeigt, als wir es normalerweise aus heutiger Sicht betrachten. Es ist die Geschichte einer Frühform von Globalisierung. Das Wort Hanse stammt aus dem Althochdeutschen und heißt so viel wie Gefolge, Gruppe oder auch Schar. Und es entwickelte sich im Laufe der Zeit als Bezeichnung für eine Vereinigung von Kaufleuten, die das Ziel hatten, für mehr Sicherheit auf See zu sorgen und gemeinsame wirtschaftliche Interessen durchzusetzen. Die Stadt Hamburg, gegründet übrigens im 9. Jahrhundert als Missionsstation, zählte zu den ältesten Mitgliedern dieser Hanse. Sie existierte ganze 500 Jahre lang, vom Mitte 12. bis Mitte 17. Jahrhunderts. Ein genaues Gründungsdatum jedoch gibt es nicht, denn es begann als lose Verbindung zwischen den Städten. So gab es zum Beispiel auch eine Hanse London, die aber gegründet war von Kölner Kaufleuten. Eine ganz entscheidende Zäsur in der Frühgeschichte der Hanse jedoch war zweifellos die Gründung der Stadt Lübeck. Ein idealer Standort für eine Hansestadt. Nur 20 Kilometer bis zur Ostsee und auch die Nordsee ist nicht weit. Zwei Kaufleute schwören sich Beistand zum Schutz der Waren und des Lebens. Die Idee der Hanse im Stadtsiegel von Lübeck. Hier lagerte einst das weiße Gold des Mittelalters, Lübecks alte Salzspeicher. Man brauchte das Salz vor allem, um Fische zu konservieren. Vor Lübeck wurden jeden Sommer riesige Heringsschwärme gefangen. Die wurden dann bis zum Herbst eingesalzen, verpackt, verschifft und verkauft. Hering und andere Fische wurden schnell zu einer der Hauptspeisen der Christenheit. Dank der strengen Fastengebote der Kirche entwickelte sich so ein Handel mit ganz Europa. Für Lübeck war der Fischhandel nur ein Anfang. Die alten Handelsbücher berichten, dass in Lübeck in guten Jahren mehr als 3000 Schiffe be- und entladen wurden. In den Lagerhäusern an der Trave stapelte sich alles, was sich verkaufen ließ. Grundnahrungsmittel, Rohstoffe, Luxusgüter. Die Geschichte von Lübeck ist die Geschichte von mutigen Seemännern und cleveren Kaufleuten. Und es ist die Geschichte der Hanse, der erfolgreichsten Handelsmacht des Mittelalters. Im 12. Jahrhundert gegründet, erhielt Lübeck von Kaiser Friedrich II., den die Geschichtsschreibung seiner umfangreichen Bildung wegen als ersten modernen Menschen bezeichnet hat, den Status einer freien Reichsstadt. Lübeck war also niemand anderem als dem Kaiser untertan und wurde zur Königin der Hanse. Die Stadt lag in der Mitte der wichtigsten Handelsroute, die von Nowgorod über Reval und Lübeck nach Hamburg und London führte. Natürlich gab es auch schon vor der Hanse internationalen Handel. Bis ins 11. Jahrhundert kann man etwa den Handel der Wikinger zurückverfolgen und die sind ja vorgedrungen bis Amerika. Aber auch im Ostseegebiet wurde gehandelt, bis in den Baltikum, bis nach Russland, in Gotland, in Schleswig und in Haithabu, einem damals blühenden, heute vergessenen Ort nördlich von Lübeck, der aufgegeben werden musste, weil er zu oft überfallen worden war. Erst als sich die Kaufleute zusammenschlossen und in einer Art Fahrgemeinschaft zur See fuhren, wurde der internationale Handel halbwegs sicher. Die Kaufleute wurden sehr reich, sie wurden sehr mächtig und sie waren stolz. Sie fühlten sich wie kleine Könige untertan nur dem Kaiser und Gott. Das einfache Volk jedoch verspottete sie gerne als Pfeffersäcke, denn viele von ihnen verdankten ihren Reichtum dem Handel mit Gewürzen aus Übersee. Und der Sammelbegriff für Gewürze war im Mittelalter Pfeffer. Im Zentrum von Lübeck die Einheit von Markt, Rathaus und Ratskirche. Die Marienkirche war die Kirche des Rates. Die Backsteingotik entstand aus einem Mangel, nicht nur in Lübeck. Weil in dieser Gegend natürliche Steinbrüche rar sind, blieb nur die Tonerde, der gebrannte, gebackene Stein. So entwickelte sich eine Formensprache, die eine Variation der Gotik bildet, die Kunst des Kargen.
Als die Marienkirche 1351 vollendet ist, war sie ein Triumph des bürgerlichen Selbstbewusstseins. Hier war der kirchliche Sitz des Rates und damit auch der Hanse, die vollkommene Verbindung von religiösem Leben und bürgerlicher Macht. In der bewussten Nüchternheit der Hochgotik findet sie ihren Ausdruck zur Ehre des christlichen Gottes und zum Ruhm der Bürger. Heute eine Gaststätte, zur Hansezeit die Räume der Schiffergesellschaft, der Gilde der Seefahrer. In der Gründungsurkunde wurde ihr Zweck beschrieben: zu Hilfe und Trost der Lebenden und Toten und aller, die ihren ehrlichen Unterhalt in der Schifffahrt suchen. Hier saßen damals die Kapitäne, Kaufleute und Bootsmänner an blank gescheuerten Tischen, wenn im Winter die Ostsee zugefroren war oder wenn sie von langer Fahrt nach Hause kamen. Ob schon damals Seemannsgarn gesponnen wurde? Jede Kompanie hatte ihren Tisch. Die Schonenfahrer, die Bergenfahrer, die aus Nowgorod. Hier tagte die Gildeversammlung. Hier wurde für die Schiffbrüchigen gebetet, für die Witwen und Waisen gesammelt. Hier wurde aber auch gefeiert. Das Holstentor, Lübecks Wahrzeichen. Eine schöne Sache ist der Frieden außen und zu Hause die Eintracht. In goldenen Buchstaben eine Maxime, die nicht immer dem Lauf der Geschichte entsprach. Belagerungen, Kriege, innen- und außenpolitische Unruhen. Lübeck musste jederzeit verteidigungsbereit sein. So wurde das Holstentor zu einem Symbol der Wehr- und Verteidigungsbereitschaft, der wirtschaftlichen Stärke und der politischen Macht. Für die Lübecker war es immer ein Zeichen der Identifikation mit ihrer Stadt, umso mehr als ihre Vorfahren für die Bauarbeiten zwangsverpflichtet wurden. Hinter mir eine moderne Werft im Hamburger Hafen. Ja, hier werden Schiffe gebaut, repariert und gewartet. Natürlich sahen die Werften zur Hansezeit vollkommen anders aus. Aber schon damals wurde der Schiffbau permanent weiterentwickelt. Einen ganz wesentlichen Teil ihrer Überlegenheit verdankte die Hanse damals einem neuartigen mittelalterlichen Schiffstyp. Man stand nämlich vor folgender Situation. Einerseits stiegen ständig die Warenströme, andererseits wurde Holz knapp, bedingt durch Raubbau an den Wäldern. Also brauchte man ein Schiff, das man mit weniger Holz bauen konnte, das man schneller bauen konnte und das vor allem mehr Fracht aufnahm. Kurz, das Wirtschaftliche war als die bisher bekannten Segelschiffe. Es entstand die Kogge. Der Chronist Heinrich von Lettland notierte für das Jahr 1206, dass die Stadt Riga vor einer Hungersnot gerettet werden konnte durch die Ankunft von zwei Koggen. Die Kogge wurde zum Symbol der Hanse. Gegen diese Ozeanriesen des 13. Jahrhunderts waren alle anderen Schiffe nur Nussschalen. Eine Kogge war bis zu 10-mal höher als die älteren Schiffe. Im Schnitt 30 Meter lang und 7 Meter breit. Ihr Tiefgang betrug 3 Meter. Stabil und sicher, gebaut für den Transport großer Lasten, mit einem riesigen Laderaum, der bis zu 200 Tonnen fassen kann. Um mehr Last tragen zu können, war ein geräumiger, bauchiger Rumpf aus breiten Planken notwendig und die Möglichkeit zur Bewaffnung. Ein neuer Schiffstyp für neue Märkte unter der rot-weißen Hanseflagge. Für ihre Länge waren die Koggen relativ breit. So war das Kreuzen, also das Segeln im Zickzackkurs gegen den Wind, nur bei schwacher Dünung möglich. Kolumbus hätte bei den starken Atlantikwinden mit einer Kogge wohl nie Mittelamerika entdeckt. Für die Ost- und Nordsee aber waren diese Schiffe in ihrer Zeit ideal.
Wer die Meere bestimmt, beherrscht den Handel. Und wer den Welthandel bestimmt, herrscht über die Reichtümer der Welt und deshalb über die Welt selbst. Walter Raleighs Weisheit traf auch auf die Hanse zu, nicht zuletzt wegen der Koppen. Die Piraterie war damals genauso ein großes Thema wie heute. Ende des 14. Jahrhunderts brachte sie den Seehandel der Hanse fast ganz zum Erliegen und so begann man, die Koggen zu bewaffnen. Einer der bekanntesten Seeräuber der Hansezeit war zweifellos Klaus Störtebeker, ein Pirat wie aus dem Bilderbuch, der in der Lage war, einen 4-Liter Humpenbier in einem Zug zu leeren. Zahlreiche Legenden rankten sich um diesen Mann. So soll er zum Beispiel einmal einer armen Frau einen Lumpen hingeworfen haben. Und als sie den Stoff umdrehte, sah sie, dass auf der Rückseite viele Goldstücke angeklebt waren. Der Hansestadt Hamburg allerdings war Störtebeker natürlich ein großer Dorn im Auge und sie jagten ihn, wo sie konnten. Aber ihm gelang es immer wieder, den eigentlich überlegenen Koggen auf offene See zu entkommen. Bis 1401, da stellten sie ihn vor Helgoland und brachten ihn auf seinem eigenen Schiff, der bunten Kuh, nach Hamburg, wo sie ihn samt seiner Mannschaft zum Tode verurteilten. Der Bürgermeister von Hamburg soll ihm noch zugesichert haben, all jene Männer zu verschonen, an denen er nach seiner Enthauptung noch vorbeigehen könne. An Elfen schritt der Kopflose vorbei, bis ihm schließlich der Henker den Richtblock vor die Füße warf. Der Bürgermeister hat sein Versprechen nicht eingelöst. Alle 73 Seeleute wurden geköpft. Und das übrigens ist der Schädel von Klaus Störtebeker, heißt es. Für 4 Jahre suchten Störtebeker und seine Piraten auch in Visby auf Gotland Schutz vor ihren Verfolgern. Auf der Ostseeinsel wurde Welthandel getrieben, zwischen der Ostsee und dem Orient, Rom und London. Und es wurde Reichtum gehäuft. 100.000 Münzen wurden auf Gotland ausgegraben, mehr als die Hälfte der römischen Goldmünzen und mehr als alle Silbermünzen Skandinaviens, die man je gefunden hat. Visby war eine steinreiche Stadt. Für die Hanse wurde sie zum Türöffner für Nowgorod, dem Handelszentrum des Ostens. Durch die russischen Flüsse bis nach Byzanz und ans Schwarze Meer, ans Ende der chinesischen Seidenstraße, reichten die Verbindungen. Auf Bildsteinen fanden sich Zeugnisse des gotländischen Welthandels zur Wikingerzeit. Seit der Bronzezeit war die Insel ein Land der Seefahrer. Kurz vor 900 wurde Visby an der Westküste Gotlands gegründet. 1160 bildete die Stadt eine eigene Republik. Sie hatte das Monopol für den Ostseehandel mit den norddeutschen Fürsten, vor allem mit Lübeck. Einen kurzen Augenblick seiner Geschichte war Visby Metropole, die modernste und größte Stadt des Nordens, Geld und Kraft strotzend im Bauboom und im Machtwahn. Lagerhäuser aus Kalkstein ersetzten die Holzbauten. Die Straßen wurden gepflastert, ein Abwassersystem installiert. Die Kathedralen des Alltags, das waren die Handels- und Speicherhäuser. Andere repräsentative Bauten gab es nicht. Für sie hatte man keine Zeit. Im magischen Dreieck zwischen Nowgorod, Gotland und Lübeck flossen die Warenströme. Seide und Brokat aus dem Orient, Wein aus Frankreich, Pelze aus Russland, Salz aus Lübeck, Dorsch und Robbenfleisch aus dem Meer. Hier konnte man die Gerüche der Welt atmen. Harzige Hölzer aus Schweden, muffige Pelze und Häute aus Russland, den staubigen Duft des Getreides aus Polen. Den harten Kern der Hanse bildeten 72 Städte und dazu kamen 130 weitere locker Assoziierte. Der Einflussbereich der Hanse erstreckte sich über ein Gebiet von Flandern bis nach Reval. Und diese absolute Vormachtstellung in der Nord- und in der Ostsee provozierte natürlich auch heftige Widerstände. Der dänische König zum Beispiel versuchte, die Rechte der Hanse einzuschränken. Großer Fehler, denn jetzt verbündeten sich die Hansestädte mit Norwegen und mit Schweden
gegen Dänemark. Sie führten Krieg und siegten. Und einmal mehr hatte die Hanse ihre absolute Machtposition weiter ausgebaut. Und in Dänemark war es fürderhin nicht mehr möglich, einen König zu bestimmen, ohne die Zustimmung der Hanse. Seine ersten Gegner fand Visby unter den eigenen Landsleuten. Den Bewohnern Gotlands war die Stadt zu mächtig geworden. Visby schützte sich mit einer Mauer und trat 1288 der Hanse bei. Der Bau der Mauer war ein Gewaltakt. Ein Ring von 3600 Metern Umfang, bis zu 12 Meter hoch und nach dem Vorbild von Byzanz mit 44 Türmen. Visbys Reichtum dauerte freilich nicht lange. Die Stadt verbündete sich mit dem dänischen König Valdemar Atterdag im Krieg gegen die Hanse. Schon vor 1300 hatten die deutschen Händler Visby wieder verlassen. Kapital wurde abgezogen. Die Stadt hoffte mit Valdemars Hilfe, den alten Partnern der Hanse den Heringshandel in der Ostsee wieder abzunehmen. Vergeblich. Valdemars Truppen beuteten die Stadt aus und zogen danach einfach wieder ab. Visby blieb von der Willkür fremder Mächte abhängig, wurde erobert und besetzt, von Seeräubern ausgeplündert und niedergebrannt. Später schlugen die Lübecker eine Bresche in Visbys Verteidigungsring. Dann kam die Pest. Das war das Ende und der Beginn einer Ruinenszenerie, die man erst Jahrhunderte später schätzen lernte. Ein Ort des Zerfalls, ein Zeichen der Hoffnungslosigkeit. Den Menschen fiel die Decke buchstäblich auf den Kopf. Erst die Romantik entdeckte den Reiz der Gemäue wieder, sah die Erhabenheit der historischen Bauten noch in ihrem Verfall. Das oberste Gremium der Hanse war der Hansetag und der erfolgte in aller Regel auf Einladung der Stadt Lübeck. Am Hansetag wurden alle Fragen besprochen, die zu tun hatten mit dem Verhältnis der Kaufleute untereinander oder mit ihren Beziehungen zu Handelspartnern im Ausland. Was am Hansetag beschlossen wurde, das hatte Verbindlichkeit für alle Teilnehmer. Aber es gab keine Zwangsgewalt. Das heißt, die Durchsetzung der Lübecker Beschlüsse war abhängig vom guten Willen jedes Einzelnen. Und der war natürlich nicht immer vorhanden. Dortmund zum Beispiel hat sich geweigert, dem Kriegsbündnis gegen Dänemark beizutreten. Und umgekehrt haben sich dann andere große Hansestädte geweigert, Dortmund zu Hilfe zu eilen, als das bedroht war von den Truppen des Kölner Erzbischofs. Nur eines von vielen Beispielen in der Geschichte der Hanse. Das norwegische Bergen war im 14. und 15. Jahrhundert der wichtigste Umschlaghafen der Hanse und ihr nördlichster Stützpunkt. Etwa 100 Tage brauchte eine Hansekogge aus Lübeck für die Fahrt in den Hafen von Bergen. Große Mengen von Getreide und Bier waren an Bord. Im Tausch dafür wollten die Männer Stockfisch und Tran mit zurück in ihre Heimat nehmen. In Bergen hatte die Hanse ihr eigenes Wohn- und Arbeitsviertel gebaut, die Deutsche Brücke, heute Brüggen genannt. Mehr als 300 Häuser besaß der Norddeutsche Handelsbund. Die Höfe, so hießen sie, wurden meistens von Kaufleuten aus Lübeck geführt. Statt Hausnummern hatte jede der Höfe eine besondere Holzfigur als Erkennungszeichen. Bis zu 2000 Kaufleute und Arbeiter lebten in Brüggen. Die Familien blieben in der fernen Heimat. In der Männergesellschaft herrschten raue Sitten und trotzdem wollten sehr viele ihre Lehrjahre hier absolvieren, denn eine Ausbildung in Brüggen war die beste Voraussetzung für eine Karriere als Kaufmann. Tagtäglich wurde hier Stockfisch in die Speicher verladen. Die Seefahrer von den Lofoten, Inseln im hohen Norden, brachten die getrockneten Dorsche in unschätzbaren Mengen. Die Waren stapelten sich meterhoch in den Höfen und Lagerräumen. Tag für Tag hieß es dann, Fisch kappen, sortieren und verpacken für den Abtransport. Musik.
Auch viele Handwerksburschen kamen nach Bergen. Sie reparierten die Holzhäuser und Kisten und die Fässer, die nun mit Tran gefüllt nach Deutschland gebracht wurden. Für die gerade einmal 14 Jahre alten Lehrlinge hieß das 6 Jahre lang schuften bis zur Gesellenprüfung, krank vor Heimweh und Kummer. Es war ein hartes Leben, ein Leben allein für die Arbeit. Wie oft mögen diese Betten getränkt worden sein mit salzigen Tränen? Wie moderig mag es hier gerochen haben? Wie viel Wut und Trauer haben diese Wände gesehen? Man kann es sich kaum vorstellen, denn heute wirken die Behausungen wie Puppenstuben. 1955, nach dem letzten großen Brand, wurden einige Speicherhäuser komplett restauriert. Beim Brand, so hieß es, haben die Menschen im Hafen applaudiert. Ein Erbe der Deutschen wollte man nach dem Zweiten Weltkrieg in Norwegen nicht bewahren. Heute ist man stolz auf Brüggen. Seit 1987 gehört die Siedlung zum Weltkulturerbe der UNESCO. Die Bewohner der Höfe waren kaserniert. Im Winter war es bitterkalt, Feuer war verboten, zu groß die Brandgefahr. Einzig die Schötstube, eine Art Aufenthaltsraum, durfte im Winter beheizt werden. Jeder Hof hatte so einen Schütting. Hier wurde das Heimweh in Bier ertränkt. Hier wurde aber auch Gericht gehalten. Und die Strafe war manchmal das Rauchspiel. Man hängte die jungen Männer hoch in die Balken des Feuerhauses. Ein brutales Ritual, bei dem schon mal ein Bursche erstickte am stinkenden Qualm von verbranntem Müll und alten Häuten. Ab 1754 führten die Norweger die Handelsstuben weiter. Die Hanse wurde von den stärker werdenden Nationalstaaten nicht mehr geduldet. Das ist die Speicherstadt von Hamburg. Und diese stolzen Gebäude, die übrigens allesamt auf Eichenpfählen ruhen, bilden gemeinsam den größten Lagerkomplex weltweit. Erbaut wurde er allerdings nicht zur Zeit der Hanse, sondern sehr viel später, im 19. Jahrhundert. Um den Ablauf im Hafen durch Zölle nicht allzu sehr einzuschränken, brauchte man ein Gebiet, eine Zone, die nicht zum deutschen Zollgebiet gehörte. Und man schuf den sogenannten Freihafen. In dieser Enklave hatten Hamburgs Kaufleute das Privileg, Importware zollfrei zu lagern, zu verarbeiten und zu veredeln. Gelagert wurde Stückgut, aber vor allem Kaffee, Tee und Gewürze. Jedes Lagerhaus verfügt über eine Anbindung ans Wasser, als auch auf seiner gegenüberliegenden Seite an die Straße. Und heute, durch den Containerhafen und moderne Lagerverwaltungssysteme, hat sich der Freihafenstatus der Speicherstadt mehr oder weniger überflüssig gemacht. Und heute erinnern nur noch Teppichhändler und verschiedene Museen an ihre frühere Nutzung. Tallinn ist die Hauptstadt von Estland und hieß früher Reval. Zu Zeiten der Hanse mussten hier sämtliche vorbeikommenden Waren zwischengelagert werden. Auch Reval war eine Festung, bewehrt mit 35 Türmen. Auf den Mauern wachten die besten Kanoniere über die Schätze der Kaufleute. Gehandelt wurde vor allem mit Fellen aus dem Russischen Reich. Von hier wurden sie nach Deutschland, Flandern und England geschickt. Kaufleute aus ganz Europa zog es nach Reval. Doch nur wenige erhielten das Privileg, hier handeln zu dürfen. Eifersüchtig wachten die Gilden über ihre Rechte. Reval hatte die Schlüsselstellung auf dem Handelsweg in das Russische Reich und weiter Richtung Osten nach Arabien und China. Bis ins letzte Viertel des 19. Jahrhunderts herrschten in Reval zwei unterschiedliche Rechtssysteme. Im einen Teil das Lübecker Stadtrecht für die Mitglieder der Hanse, im anderen
das herrschaftliche Recht von Adel und Bischof. Wollte jemand aus dem einen Teil in den anderen, musste er um den Schlüssel zu einem der Tore bitten. Oft genug verweigerten die selbstbewussten Kaufleute den Kirchenleuten den Zutritt zu ihrem Viertel. Wer in Reval Handel treiben wollte, der musste in den auserlesenen Kreis der Gilden kommen. Etwa zu den Schwarzhäuptern, der Gilde der unverheirateten Kaufgesellen. Der heilige Mauritius war Namensgeber und Schutzpatron der Schwarzhäupter. Als Kommandeur einer römischen Legion erlitt er den Märtyrertod, Vorbild für die auch dem Gemeinwohl verpflichteten Gildemitglieder. Bevor sie sich als Bürger in Reval niederlassen durften, um selbst Handel zu treiben, mussten die Kaufgesellen der Schwarzhäupter ihre Tüchtigkeit unter Beweis stellen. Auch darüber wurde Buch geführt. Erst dann durften sie beispielsweise die Tochter eines Kaufmanns heiraten, sich selbstständig machen und selbst zu Ruhm und Wohlstand kommen. Die Kirche der Kaufleute, halb Lagerhaus, halb Fluchtburg und trotzdem immer ein Raum der Andacht. Gewidmet ist sie Sankt Nikolai, dem Schutzpatron der Segler und Händler. Sankt Nikolai konnte einen Sturm zum Abflauen bringen und die Seeleute sicher navigieren, so die Legende. Das Altarbild zeigt viel von den blutigen Sitten des Mittelalters und gemahnt die Lebenden an die Vergänglichkeit alles Irdischen und die Unvermeidbarkeit des Todes. Auch auf diesem Bild findet sich Sankt Nikolai wieder, der hier drei unschuldig zu Tode Verurteilte vor dem Tod bewahrt. Im Laufe der Zeit entwickelte sich die reine Kaufmannshanse zu einer Städtehanse. Die Städte schlossen sich als Ganzes zu einer Interessensgemeinschaft zusammen und sie warten und förderten dabei natürlich auch die Interessen ihrer Kaufleute. Das machte die Hanse noch mächtiger, als sie ohnehin schon war. Sie war jetzt in der Lage, gegen ganze Fürstentümer und Königreiche regelrechte Handelsembargos zu verhängen. Die Mitglieder der Hanse, das waren in der Regel Küstenstädte, aber es gab auch weit ab vom Meer im Landesinneren welche, zum Beispiel Düsseldorf, Braunschweig, Göttingen oder Goslar. Seit uralten Zeiten haben sich die Menschen durch die Berge gegraben, haben Stollen gehauen und Gänge gebaut, um in den Eingeweiden der Erde verborgene Schätze zu finden. Im Rammelsberg bei Goslar ist man mehr als 1000 Jahre lang fündig geworden. Bis 1988 wurde am und im Rammelsberg Erz abgebaut. Kein anderes Erzbergwerk der Welt war so lange im Betrieb. Ohne den Rammelsberg und sein Erz wäre Goslar ein unbedeutendes Dorf.
Ohne den Bergbau wäre die Stadt am Nordrand des Harzes wohl nie zu einem Hauptsitz der deutschen Kaiser geworden, zum nordischen Rom, zu einer wichtigen Handels- und Hansestadt. Die Kaiser der Salier zog es hierher. Erz, Gold und Silber lockten. Die Kaiser, damals ohne festen Wohnsitz, bauten sich im 11. Jahrhundert in Goslar eine Pfalz und die wird für 2 Jahrhunderte zur heimlichen Hauptstadt des Heiligen Römischen Reiches. Um sich in diese Tradition einzureihen, lässt Kaiser Wilhelm I. im 19. Jahrhundert das, was von der Kaiserpfalz noch übrig ist, aufwendig renovieren. Der romanische Saalbau aus der Mitte des 11. Jahrhunderts, in dem mehr als 100 Reichstage stattgefunden hatten, wurde mit monumentalen Gemälden versehen zu einem Bilderbuch der deutschen Geschichte. Von den sagenhaften Anfängen bis zu Wilhelms Kaiserkrönung. Heinrich III., der die Pfalz errichten ließ, hatte sein Herz so sehr an Goslar verloren, dass er bestimmte, es solle nach seinem Tod dort bleiben. Während der Leichnam des salischen Kaisers im Dom zu Speyer beigesetzt wurde, fand sein kaiserliches Herz in einem Sarkophag der Pfalzkapelle seine letzte Ruhe. Die Kunstwerke Goslars befinden sich heute im Museum. Aus dem Metall des Rammelsberges wurden im 11. Jahrhundert auch die Lehnen des Kaiserstuhls gegossen. Vom Wohlstand und der Fertigkeit Goslarer Künstler zeugt diese Bergkanne von 1477. Einzigartig, das Goslarer Evangeliar, eine handgeschriebene Bibel aus dem Jahr 1240, eines der wertvollsten Bücher der Welt. Die eigentlichen Schöpfer des Reichtums aber wurden selber nicht reich. Die Bergleute lebten in einem eigenen Viertel in einfachen Häusern. Zu allen Zeiten galt und gilt und kann nicht oft genug beklagt werden, wer die Schätze mit seiner Hände Arbeit fördert, bleibt immer arm. Profit machen die anderen, die Bergwerksbesitzer, die Händler, die Kaufleute. Seit dem 3. Jahrhundert wurde hier geschürft und gegraben. Ab 968 wurden die Erzvorkommen im Rammelsberg gezielt abgebaut. Der Handel mit den Schätzen des Berges bescherte der Stadt Ansehen. Goslar war kaiserliche freie Reichsstadt und Gründungsmitglied der Hanse. Mit solchen Jakobsstäben bestimmte man damals auf dem Meer die Fahrtroute. Heute navigieren die modernen Schiffe mit GPS, aber damals im Mittelalter, als noch nicht einmal Längen und Breiten gerade definiert waren, da war das Navigieren schon eine sehr schwierige Wissenschaft. In Küstennähe, da konnten sich die Schiffe ja noch orientieren nach Landmarken, nach Leuchtfeuern, Felsformationen oder Kirchtürmen. Aber auf der offenen See, da waren die einzig sichtbaren Markierungen ja die Sterne und nach denen musste man sich orientieren. Im Laufe der Jahrhunderte entwickelten sich aus den ersten einfachen Navigationsgeräten, wie eben dem Jakobsstab, die wesentlich präziseren Sextanten. So um 1730 gab es die ersten, aber da war die Hanse schon längst Geschichte. Und umso eindrucksvoller erscheint aus heutiger Sicht die Leistung der damaligen Seefahrer. Möwen weisen den Weg nach Stralsund, eine Stadt, die im Dreißigjährigen Krieg vergeblich von Wallenstein und seinen katholischen Truppen belagert wurde.
zum Meer ausgerichtet und auf den Fernhandel spezialisiert. Die Altstadtinsel am Strelasund. Auch hier wurde die Ratskirche dem Schutzheiligen der Seefahrer geweiht, Sankt Nikolai. Mitte des 14. Jahrhunderts wurde der massive Bau errichtet. Zur Hansezeit war der heilige Ort Festsaal und Regierungssitz. Hier hatten Zünfte und Kompanien ihre Zusammenkünfte. In Sankt Nikolai wurden Verordnungen verlesen und, natürlich, auch immer gebetet an einem der 56 Altäre. Ein einfacher, klarer und lichter Raum. Bis heute erhalten ist der Lastenkran im Turm, mit dem über eine Seilwinde schweres Baumaterial in die Turmspitze gehievt werden konnte. Von einem riesigen Laufrad in Bewegung gesetzt, wurden mit der Winde auch die Kirchenglocken an ihren Platz emporgehoben. Stralsund war eine Handelshochburg, das bezeugt auch das neben der Kirche liegende Rathaus. Mit den entlegensten Orten wurden Handelsverträge abgeschlossen. Bis tief ins unzugängliche Russland trieb es die wagemutigen Nowgorod-Fahrer, die mit Pelzhandel zu Reichtum kamen. Die wohlhabende Bürgerstadt wurde, wie alle Hansestädte, frei von landesherrlicher Bevormundung, allein von seinen Ratsherren regiert. Eine Holzgalerie im heute überdachten Rathaushof. Früher gab es in diesem Innenhof 40 Läden, deshalb nannte man ihn auch das Kaufhaus. Auch die Verwaltung der Hansestadt war mindestens so geschäftstüchtig wie ihre Kaufleute und vermietete die lukrativen Teile des Rathauses an Händler. Hier die Geschäftswelt, dort die Welt des Glaubens. Fast übergangslos tritt man in Stralsund aus dem Kaufhaus in die Kirche und umgekehrt. Im Laufe der Zeit zerbröckelte die Hanse. Zum einen wurde sie behindert von immer mehr Städten, die das Geschäft in Eigenregie übernahmen. Und zum anderen zeigte sich, dass die kombinierten Waren- und Geldgeschäfte der großen Handels- und Bankhäuser, wie die der Fugger oder der Welser, wesentlich einträglicher waren als der reine Handel. Tja, und dann trugen natürlich auch diese Herren hier wesentlich zum Untergang der Hanse bei. Ferdinand Magellan, Vasco da Gama und nicht zuletzt natürlich Christoph Kolumbus, sie entdeckten neue Welten und erweiterten den damals bekannten Horizont auf jede Weise. Zum letzten Hansetag in Lübeck 1669 erschienen gerade noch 9 Städte, unter ihnen Bremen. Seit 600 Jahren der Mittelpunkt der Stadt und ein Tresor der Bürgerfreiheit, das Rathaus von Bremen. Die Chronik verzeichnet Mitte des 14. Jahrhunderts den Beitritt der Weserstadt zum Hansebund. Wohlstand durch See- und Fernhandel stärkte das Unabhängigkeitsbewusstsein der Stadt. So konnte sie sich gegen die Vereinnahmungsversuche durch die Kirchenfürsten behaupten. Die Figuren am Rathaus, zuerst alttestamentarische Gestalten, die bezeugen, dass die Bürgerschaft trotz ihrer Unabhängigkeit auch immer fromm und gottesfürchtig war. Später tauft man sie problemlos zu antiken Philosophen um. In einem zweigeschossigen Erker die Güldenkammer. Ein Raum im Raum und eine Schatzkammer. Wie aus einer Loge sieht man hier die hanseatische Geschichte vorübergleiten. Segelschiffe, Nachbildungen der Handelsflotte, alles wertvolle Geschenke,
mit denen die Kaufleute sich den Rat ihrer Stadt gewogen zu machen versuchten. Inszenierte Schattenspiele auf einer Bühne, auf der sich seit dem Mittelalter das städtische Leben zur Schau stellt. Die untere Rathaushalle. Auch hier fanden Händler und Marktfrauen, Käufer und Verkäufer, Musikanten und Müßiggänger ihren Platz. Es sind flüchtige Bilder der Vergangenheit. Doch in Bremen heißt es, das Gestern seid ihr unverloren, im Heute werde neu geboren, steh aufrecht in des Morgen Toren. Man kann es auch so sagen. Sei dir deiner Vergangenheit bewusst und schaue optimistisch nach vorn. Die Hanse aber ist nicht tot. Ihre Farben, weiß und rot, sind ja bis heute in den Stadtwappen der Hansestädte zu sehen. Und sie wurde neu gegründet als Netzwerk 1980. Das neue Hansebündnis ist mit derzeit 167 Städten in 15 Ländern die größte Städtegemeinschaft weltweit. Und jetzt gehören neben den eigentlichen Hansestädten auch ehemalige Handelskontore dazu, wie zum Beispiel Nowgorod in Nordwestrussland. Dieses neue Hansebündnis hat er sich zur Aufgabe gemacht, den Geist der Hanse als Lebens- und Kulturgemeinschaft weiterhin lebendig zu halten. Eine Hansekogge aus dem Jahre 1380. Entdeckt wurde sie 1962 bei Baggerarbeiten im Schlamm der Weser. 2000 Einzelteile sind damals geborgen worden und dann begann die riesige Puzzlearbeit des Wiederaufbaus dieses Wracks. Sie dauerte 7 Jahre unter erschwerten Bedingungen, denn die Luftfeuchtigkeit durfte niemals unter 97% sinken, weil sonst dieses Holz, das ja immerhin 600 Jahre lang im Wasser gelegen hatte, ausgetrocknet und zerbröselt wäre. Hier im Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven haben Wissenschaftler ein eigenes Verfahren entwickelt, das Holz so zu konservieren, dass es überhaupt ausstellbar wurde. 17 volle Jahre lang hat es in unterschiedlichen Bädern aus Kunstwachsen gelagert. Und ab dem Jahr 2000, also volle 38 Jahre nach ihrer Entdeckung, konnten die Museumsbesucher dann endlich diese Hansekogge in ihrer vollen Pracht bewundern.